Da sind wir wieder bei Let's Play Evoland 2. Gut, wir sind mittlerweile ein bisschen weiter in Dr. Giros Labor vorgedrungen. Also gucken wir mal, wie wir die nächste Sicherheitstür aufkriegen. Schätzungsweise nicht durchöffnen. Ja. Tür verriegelt. Ja. Sehr schön. Das hört sich viel zu einfach an. Irgendwas ist das garantiert eine Falle. Zugriffsanfrage für Energie eingeschränkten Bereich 1 wird verifiziert. Turing-Test wird initialisiert. Oh, wir spielen eine Runde Pong. Okay. Alles klar. Ist ein toller Test. Dann spielen wir eine Runde Pong. Hooray! Oh. Oh. Okay. Der tut das. Oh, jetzt wird er. Er wird anscheinend bei jedem Punkt besser, behaupte ich gerade mal. Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich muss ich 9 oder 10 Punkte erreichen. 5? Ich sag 5. Also entweder er wird immer besser. Ha. Das ging sau easy. Menschliche Intelligenz festgestellt. Das war echt easy. Okay, alles klar. Das hätte auch ein Computer geschafft. Na gut. Sehr schön. Aber schönes Minigame. Gefällt mir. Dann haben wir noch 2 Daleks. Ich finde die so toll. Ach ja. Das geht wieder los. Das Gitter scheint unter Strom zu stehen. Das könnte gefährlich werden. Heißt, ich darf da nicht hingehen? Wahrscheinlich. Jetzt einmal. Ja. Wie sollen wir verhindern, dass wir da drauf treten? Wir haben nur 2 Attacken. Wir werden wohl abwarten müssen, bis die Energie nachlässt, bevor wir drauf treten können. Also gleiches Gimmick wie das Licht, nur ich krieg Schaden anscheinend. Total. Also noch ein bisschen bestrafender. Ja, okay. Gut. Das war ein schöner Angriff. Ja. Ich kann aber natürlich auch sowas mit ihr wie ihr machen und dann können. Saria wirft doch sowieso, oder? Ja. Die kann ja normal angreifen auch. Also, der Dicke macht ganz schön Schaden. Ja. So. Aber sowieso, wenn ich auflade mit den beiden, macht das ja eh nichts. Oh, die können ja auch. Beide getroffen. Den treffe ich. Ah, wenn er ein bisschen runtergeht. Ah, getroffen. Gut. Ja, reicht. Ah, das ist okay. Damit kann ich leben mit dem Gimmick soweit. Aber mal gucken, wie die nächsten Stages irgendwie anders aufgebaut sind. Ja, gut. Ah. Sie wirft nicht. Die wirft. Der hält einiges aus, auf jeden Fall. Dem wow. Muss ich mich der ein bisschen sieht auch so aus, länger. Gepanzert und mit diesem Bohr hinten. Dem muss ich mich ein bisschen länger beschäftigen. Komm, ein Kombo-Angriff und der ist weg. Okay, Kombo-Angriffe sind nicht gut auf dem Gitter, weil sie sehr lange sind. Die kann werfen. Das hat sogar gereicht. Gut. Alles klar. PC XP, 3 Gold. Gold ist, kriegt man echt wenig hiervon. XP ja. Scheint okay zu sein, aber. So, was da haben wir ist hier? Eine Konsole. Ah, jetzt kriegen wir jetzt ein paar NES-Spiele oder ist es wieder Pong? Nee, ist es dieses Snake? Oder sieht was ist aus, das? Ja, Snake. Ah, sehr cool. Sogar mit Augen. Oh, süß. So, da wechsle ich gerade. Snake war ich noch nie gut. Da wechsle ich jetzt gerade mal vom Analogstick auf Steuerkreuz. Weil das geht besser. Okay, ich habe eine Ansage, wie oft ich noch gewinnen muss. Ich habe auch nie wirklich viel Snake gespielt, aber mal gucken, wie ich mich jetzt anstelle. Ich hatte das früher auf meinem ersten Handy, da war Snake drauf, das war toll. Ich brauche noch 2, deswegen muss ich gerade noch aufpassen. Oh. Okay, das sieht gut aus. Alles klar. Ja, alles klar. Menschliche Intelligenz festgestellt. Das gefällt mir, ja. Das sind ein paar. Oh, zu viel. Kommt noch Tetris oder sowas? Was könnte noch kommen? Irgendwie die alten. Uralten Atari, was auch immer, Spiele. Pac-Man vielleicht noch oder sowas? Oh. Mal gucken. Lass mich mal überraschen. Da kommen bestimmt noch. Könnte ich mir gut vorstellen. Kommen noch ein paar andere auf jeden Fall. Hauptsache so viele Daleks, ey, die sind so toll. Ich such's gerade mal, aber ich werde darauf gehen müssen. Ja, ich kann nicht außen rum gehen. Na gut. Müssen wir wohl. Schade. Das sieht gut für Dora aus. Nein, ich kann keinen Kombo-Angriff. Okay, das war. Das kam mir knapp vor, aber gut. Ja,
heilen. Ah, ist das noch okay. Das merke ich mir aber meine Frostrüstung. Ich habe zwar noch nicht wirklich darauf geachtet, ob ich viel weniger Schaden dadurch bekomme. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Komm, das hat beide getroffen. Das trifft eventuell alle. Ah, den unteren nicht. Na gut. Der untere steht dafür zu sicher. Ja, ich habe mir erhofft. Warte, das ist sie. Stürmen. Kann ich eigentlich rübergehen oder kriege ich davon auch Schaden? Also auf jeden Fall springen sie zurück. Das ist recht nett. So, mit Dora treffe ich alle, wenn ich mit ihr dran bin. Ich habe den hinten angezielt, oder? Ja, aber der stand im Weg da vorne. Das ist genial. Okay, cool. Ah, ich hätte ihn noch leben lassen können. Na gut. Ich denke, dann heile ich mich gerade nochmal. Obwohl. Ich warte mal. Versuche nochmal einen Combo-Angriff. Ich riskiere es nochmal. Wenn ich gut time. Ja, okay. Direkt danach, dann geht das. Ich werde gerade, solange noch ein Gegner da ist, werde ich die Zeit gerade mal nutzen, um noch zu heilen. Oder auch nicht. Ich hätte es gemacht. Hättest du. Natürlich hättest du. Was okay. Kommt jetzt? Komm, Pac-Man. Was haben wir hier? Space Invaders, alles klar. Oh, ich bewege mich extrem langsam. Ist das nur alten Space Invaders auch so? Ich habe das nie wirklich gespielt. Plop, plop. Muss ich alle besiegen? Ja, Schätzung. Ja. Denke mal schon. Ich muss mir das Wort schätzungsweise abgewöhnen. Das gefällt mir nicht. Ja, ich sehe es. Okay, ja. Warum wurden die gerade so schnell? Das ist bei Space Invaders auch so. Die werden immer schneller. Oh mein Gott, aber so schnell. Die werden ziemlich schnell, ja. Wow. Gut, das war das dritte. Sind wir. Aber wir sind gerade auf der anderen Seite hiervon? Nee. Ja. Doch, wir sind auf. Ja, okay. Und das ist auch schon das nächste. Okay. Aber wie mache ich das am besten? Ich mache erstmal. Ja. Ich hätte einen Kopf. Hey, ist das auf jeden Fall. Sie muss heilen, ja. Ich riskiere es. Mach erstmal eine Verwirrung. Ja, der hätte noch dich nicht. Und sie gibt uns erstmal eine. Ah. Oh, Mist. Oh mein Gott. Das war unsere Heilerin, das ist natürlich extrem doof. Jetzt sehen wir, was passiert. Was hier nach dem Kampf passiert. Das ist natürlich extrem doof. Jetzt kann ich mich nicht mehr heilen. Das sieht echt schlecht aus. Eis. Muss ich ja gerade mal sagen. Ich will kein Eis machen und ich gebe mir erstmal eine Frostrüstung. Das ist das Einzige, was ich gerade noch so machen kann. Sogar Sarah kriegt eine. Er hat gerade Schaden bekommen? Ach, von dem Turret, okay. Den unteren, der ist so gut. Ah, Crit. Hätte er nicht sein müssen unbedingt, aber hätte sonst eventuell nicht gereicht. Ja, genau. Jetzt gehe ich auf ihn. Ja, Eis bringt nicht viel. Ich treffe nicht zwei. Aber ich will trotzdem ihn fertig machen gerade. Und Dora überlebt nicht mehr lange. Und du auch nicht. Und das sieht ganz, ganz, ganz schlecht aus. Warum kann man während des Kampfes keine Items benutzen? Ja, ich würde gerne so einen Heilung-Ding benutzen. Einen grünen Trank. Zum ersten Mal jetzt im Spiel. Ich hätte es übrigens bei Bosskämpfen einsetzen können, fällt mir gerade mal ein. Bei Plum, wo wir da echt schwere Schwierigkeiten hatten. Nein, das wird nichts. Bin weg, bin weg, bin weg. Wo laden wir dann gleich wieder? Vielleicht verfehlen sie mich. Na, 11 Schaden, okay. Mal sehen, wo laden wir jetzt wieder? Das ist wieder. Oh, das, so haben wir die Folge angefangen, oder? Ja, aber die Tür ist offen, das heißt, wir können weitergehen. Mal gucken, ob es irgendwas also ich gespeichert hat. Die Türen bleiben offen. Nee. Doch, die ist offen. Die ist offen? Achso. Aber die müssen wir alles nochmal machen. Schade. Deswegen werde ich gerade nochmal schneiden, bis wir da wieder sind. Also ja, machen wir das lieber. So, auf ein neues. Und diesmal schaffen wir das mit links. Und ich werde gleich Dora heilen gehen. Und... Nee, ich werde erstmal verwirren und dann werde ich Dora heilen gehen. Ich denke, das reicht, oder? Na gut, er hat gerade schon Dora angegriffen. Deswegen mache ich jetzt das.
Aber ich würde sie direkt eine Rüstung machen lassen. Ja, die Rostrüstung, ich glaube, sie halbiert ungefähr den Schaden. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Das ist mindestens ein Drittel weniger. Ja, ja, also er macht schon recht dick Schaden. So, jetzt will ich aber mal verwirren, weil das bringt, wenn er jetzt verwirrt wäre, das ist echt genial. Ja, oh, das ist er auch noch genial. Was machst du? Du gibst mir einen Schub auf Brötsch. Und du greifst trotzdem ihn an. Ja. Weil auch wenn er verwirrt ist und mir gerade noch hilft, soll er gleich möglichst weg. Oh, das ging schneller als erwartet. So. Und dann sollte der Kampf eigentlich auch kein Problem mehr darstellen. Zumal man hierbei auch nicht darauf achten muss, ob man unter Strom gesetzt wird. Ja, genau. Das ist, glaube ich, ganz vom Vorteil. Vor allem für mich, ja, wenn ich darauf achte. Mir geht da kein Licht aus. Selbstverständlich meine ich das. Nur für dich. Du haltest jetzt mal irgendwen, Deutsch vielleicht. Vielleicht auch dich selber, weil eigentlich ist Saria die wichtigste. Einfach weil sie heilen kann. Ich muss gestehen, die drei Charaktere sind sehr gut ausbalanciert. Ja, finde ich auch. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass einer irgendwie wegbleiben könnte. Weil halt Saria muss heilen. Saria muss auf jeden Fall dabei sein. Deutsch muss kämpfen und Dora, die kann schön die ist gleich verwirrend, die ist schon mit ihrem Schutz. Sie so die Defensive. Nicht so nützlichste, aber einfach Angriff und Heilen ist sowieso das Wichtigste. Aber sie kann halt auch noch den Schub machen und Frostrüstung, das alles sehr nützlich ist. Aber du wolltest sie ja jetzt brauche ich im Endeffekt nichts mehr wirklich von ihr. Ja, Sari muss auf jeden Fall heilen. Sich selbst vielleicht? Auf jeden Fall sich selbst. Ich finde es schade, dass sie nicht mehrere gleichzeitig heilen kann. Naja, das. Vielleicht kommt das noch. Ich weiß nicht, ob sie nochmal so ein paar reinbauen. Glaube ich eher nicht, aber mal sehen. Ich glaube auch nicht, dass wir noch irgendwelche Attacken bekommen oder in dem Part. Das war gut. Komm mal, oder? Ja. Warum habe ich eigentlich aufgeladen? Wann habe ich das gemacht? Schon vorher. Na gut. Aber das ist wichtiger gerade. Werde ich wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Den Splitzer. Wenn mein Schub jetzt auch weg ist, werde ich ihn wahrscheinlich noch benutzen. Es sei denn, du besiegst das Ding. Na gut, mit dem Crit ist es eine geklärte Sache. Aber gut, war jetzt nicht so schwer. Also ich bin immer noch der Meinung, das nächste Spiel könnte Pac-Man sein. Oder Asteroids oder irgendwie sowas. Mal gucken, was wir hier. Pac-Man, da haben wir's. Aha. Oh Gott, ich bin schlecht in Pac-Man. Ich bin wahnsinnig schlecht in Pac-Man. Die Geister haben keine Farben hier. Ich frag mich wirklich, ob sie hier einprogrammiert haben, dass die andere Dinger haben. Ich glaube nicht. Weil das wäre, glaube ich, aufwendig. Keine Ahnung, ob das aufwendig ist. Ist der jetzt, bleibt der weg oder ist er gerade woanders? Ist direkt da gekommen. Na, dann bringt das echt nicht viel. Ah! Wow. Ich glaube, die gehen einfach komplett random. Scheint mir gerade so. Gut, bisher läuft's. Aber ich frage mich, ob ich drei Leben habe wie im Original Pac-Man oder nicht. Übrigens tauchen die komplett auf der anderen Seite auf und da habe ich ja schon alles. Ganz gut. Ja, Mann, der war. Ich zähle doch nicht hier. Gut, komm. Noch ein Versuch. Das sah schon gut aus. Ich war nie gut im Pac-Man. Ich wollte es auch nie sein. Das war nie so mein Spiel. Immerhin ändern die nicht plötzlich die Richtung. Ey, das wäre noch nichts. Nur an neuen Kanten ändern die Richtung. Das ist das Gute. Ich muss gerade mal ein bisschen aufpassen, ich gehe gerade mal hier einen Umweg. Einfach weil da gerade mir zu viele sind. Ich habe nach links gedrückt! Anscheinend nicht. Doch! Oder zu spät. Brauche ich noch nicht, die brauche ich noch nicht, oder? Ich lasse die mir mal da. Na gut, komm. Sollte doch nicht so schwer sein. Die anderen waren auch recht einfach. Ja, okay. An Kanten drehen sie sich ab und zu mal um, oder? Ja. Das wird mir gerade so bevölkert hier. So bevölkert? Ja. Aber hier ist gerade alles frei und sammle ich gerade mir hier alle die letzten ein. Dann fehlen mir nur noch da oben in der Ecke alle. Und da komme ich vielleicht mit der
weißen Pille hin. Mal schauen, das sollte reichen. Nein, nein, nein. Okay. Ihr gewinnt. Menschliche Intelligenz festgestellt. Am dritten Versuch aber erst. Egal. Würde mir Sorgen machen. Gut, da hätten wir das. Mhm. Mal gucken, was für eine Kampfart im nächsten Raum. Haben wir hier unten noch? Oh, hier sind wir wieder am Speicherpunkt. Ah, nee, das ist Gitter. Gitter, Gitter, Gitter. Na gut, dann machen wir den Kampf beim nächsten Mal. Ja, machen wir die beim nächsten Mal. Also, macht's gut und ciao, ciao. Block.